Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer Veranstaltungsreihe Islam und Weltreligionen, Dialog mal anders. Heute findet mittlerweile schon die dritte Veranstaltung in dieser Reihe statt. Das Thema für heute Abend lautet, wie Jüdinnen und Juden und MuslimInnen sich einer fundamentalistischen Lesart verwehren. Dazu begrüße ich hier unsere beiden Referierenden, Frau Rabbinerin Lia Mühlstein und Herrn Dr. Mohammed Samir Murtaza ganz besonders. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Misbah Arshad und ich werde Sie heute durch den Abend begleiten und die Veranstaltung moderieren. Ich bin Religionswissenschaftlerin und Diplompädagogin und habe im jüdisch-muslimischen Bildungswerk die pädagogische Leitung inne. An dieser Stelle würde ich auch gerne noch die Gelegenheit nutzen und auf bevorstehende Veranstaltungen in unserem Hause hinweisen. Am 16. November findet bei uns im Bildungswerk von 10 bis 14 Uhr der Workshop Strategien diskriminierender Ansprachen in den sozialen Medien statt. Dieser Workshop ist gedacht für MultiplikatorInnen der außerschulischen Jugendbildung und wird von unserem Kooperationspartner Medien und Bildung in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Des Weiteren sind am 19. November und am 3. Dezember diesen Jahres zwei Workshops zur islamischen Kalligraphie geplant. Dort lernt man nicht nur die Grundlagen der arabischen Schrift kennen, sondern man kann sich auch im praktischen Üben und Selbsthand anlegen. Die Workshops werden als sogenannte Schnupperkurse für nur 12 Euro angeboten und vom Weiterbildungszentrum der Stadt Ingelheim gefördert. Ich werde gleich nachher im Chat die Links teilen, wo Sie dann diese Veranstaltung finden können. Wir haben auch einen Veranstaltungskalender, da sind die alle auch aufgeführt. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden bleiben möchten, was unsere Veranstaltung betrifft, gibt es auch einen Newsletter, der monatlich erscheint. Den werde ich Ihnen im Chat auch noch verlinken. Zum Ablauf des heutigen Abends, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Im Anschluss an meine Rede wird Herr Mustafa Cimşit ein kurzes Grußwort halten. Er ist unser muslimischer Geschäftsführer hier im Bildungswerk. Und in diesem Kontext würde ich auch noch Peter Waldmann bitten, ein Grußwort zu halten, kurzes. Er ist unser jüdischer Geschäftsführer hier im Bildungswerk. Und danach wird Frau Mühlstein und Herr Murtaza jeweils nacheinander einen 20-minütigen Vortrag halten. Und im Anschluss daran wird es eine Diskussionsrunde geben, wo jeder die Möglichkeit dann nochmal hat, Fragen zu stellen, Anregungen oder Kritik zu äußern. Und das kann man sowohl über den Chat machen, als auch über das Mikrofon. Geplantes Ende der Veranstaltung ist 19.30 Uhr. Und an dieser Stelle noch der kleine Hinweis. Ah, danke für die Korrektur. 20.30 Uhr, klar. Entschuldigung. Nee, danke. Versprecher. Versprecher verschrieben, keine Ahnung. Jedenfalls, genau, der Hinweis noch an der Stelle, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und später auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht, allerdings nur im Sprechermodus, sodass nur diejenigen sichtbar werden, die ihre Kachel anhaben und das Mikrofon einstellen und sich zu Wort melden. Nun übergebe ich das Wort an Peter Waldmann für sein Grußwort und anschließend bin ich noch gleich auf dem Mustafa Cimşit bitten, das Grußwort zu halten. Bitte sehr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist schön, dass ich ein Grußwort halte. Ich bin sehr gespannt auf den Vortrag, weil ich mit Rabbinerin Klappek zu tun hatte und oder auch immer noch zu tun habe. Und wir dort eigentlich auch mal, oder ich ein Seminar oder einen Vortrag von ihr gehört habe, wie im Grunde Lesarten funktionieren und ob diese Lesarten angebracht sind und wie sie eigentlich stattfinden können. Weil es ja immer auch so eine Dialektik gibt zwischen einem Wut des Verstehens. Das heißt, man liest in Texte rein, was man in Texte reinlesen will. Und das ist natürlich auch immer eine ganz große hermeneutische Frage, inwieweit man diese Texte auslegen kann und auch eine sehr spannende Frage. Und deshalb kann ich nur sagen, dass ich sehr, sehr gespannt bin auf den Vortrag und auf die Diskussion. Ja, ich schließe mich an. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen in unsere Veranstaltung. Beachten Sie bitte, dass das die dritte Folge ist und es gibt noch eine vierte Folge, zu der Sie herzlich eingeladen sind.
Und unsere Friedensarbeit hier im Bildungswerk, jüdisch-muslimisches Bildungswerk, geht dann damit auch weiter. Und es würde uns sehr freuen, wenn Sie auch diese Veranstaltungen in Ihren Netzwerken bewerben würden. Von daher wünsche ich eine gute, wie soll ich sagen, auch Bildungsunterhaltung, eine bildende Unterhaltung in diesem heutigen Abend. Und danke auch den Referentinnen für ihr Engagement. Dankeschön. Ja, danke euch beiden für eure Worte. Kommen wir jetzt zum Hauptteil unseres Abends mit unseren Referierenden, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Frau Rabbinerin Lea Mühlstein ist eine der leitenden Rabbinerinnen von The Ark Synagogue in Northwood, was in der Nähe von London liegt. Nach einem Studium in Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Chemie an der University of Cambridge arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität München, bevor sie sich für einen beruflichen Wechsel ins Rabbinat entschied. Rabbinerin Mühlstein ist Vorsitzende der internationalen Organisation ASINU, die in 14 Mitgliedstaaten die Interessen liberalen Jüdinnen und Juden vertritt. Ihr Fokus liegt auf die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Jugendarbeit und auf den interreligiösen Dialog. Herr Mohammed Sami Muntaza ist Politik- und Islamwissenschaftler, Philosoph und Buchautor. Er ist freier Mitarbeiter bei der Stiftung Weltethos, wo er zu Gegenwartsströmungen im Islam, Philosophie, Gewaltlosigkeit im Islam und Islam und Weltethos forscht. Des Weiteren wirkt er als wissenschaftlicher Gutachter bei der renommierten islamwissenschaftlichen Fachzeitschrift Hamdard Islamicus, die in Pakistan herausgegeben wird. Er ist ein gefragter Vortragsredner und publiziert in verschiedenen Magazinen und Tageszeitungen. Das Thema unseres heutigen Abends lautet, wie Jüdinnen, Juden und Musliminnen sich aus einer fundamentalistischen Lesart verwehren. Das Judentum und der Islam gelten als Schriftreligionen und der Umgang mit Schriftreligionen birgt in sich stets die Gefahr, das Geschriebene wortwörtlich zu nehmen und danach zu handeln. Und die Frage, wie gehen jeweils die Angehörigen dieser Religionen mit diesem Phänomen um, das möchten unsere Referenten heute vorstellen. Ja, wir haben jetzt entschieden, dass Herr Murtaza anfängt und ich möchte Ihnen das Wort übergeben, Herr Murtaza, und ja, Ihnen die Bühne überlassen. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie mit den althergebrachten Worten des Friedens. Assalamu alaikum. Der Friede sei auf Ihnen, wie Sie schon gesehen haben. Ich habe nicht viel übrig für Technik, aber beginnen wir mal mit dem Thema. Um es so ein bisschen auch in den Zusammenhang unserer bisherigen Reihe zu stellen, wo wir angefangen haben bei der ersten Veranstaltung auch uns mit der Frage von Religion, Ethik und Gewalt zu beschäftigen, ist es ja so, oft fällt es uns Muslimen schwer zu begreifen, wie muslimische Gewalttäter ihren Terror als ein ethisch gerechtfertigtes Werk auffassen können. Und wir Muslime verweisen dann stets auf die Offenbarung, um ihnen und ihren Sympathisanten ihren Irrtum aufzuzeigen. Fest davon überzeugt, würden die Muslime sich an das Wort Gottes halten, dann könnten sie solche Taten gar nicht begehen. Wie naiv wir doch sein können. Es ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass Gläubige auf den Koran verweisen, wenn sie sich von Handlungen, die sie als nicht islamisch bewerten, distanzieren und zugleich ihre Religion verteidigen wollen. Und im Koran wähnen wir Muslime fundamentale Klarheit zu finden, wessen wir weniger gewahr sind, dass dieser Reflex, zurück zum Koran, im Koran nachzuschlagen, in der Schrift Klarheit zu finden, ist eine moderne Entwicklung, ist Ergebnis eines Paradigmenwechsels in der Geschichte des muslimischen Denkens, der im 18. Jahrhundert einsetzt, mit Beginn der sogenannten Salafia oder islamischen Reformation. Frühere Generationen der Muslime hatten diesen Reflex nicht. Frühere Generationen der Muslime haben sich mit den Wörtern Allahu A'lam, was übersetzt bedeutet, Gott weiß es am besten, eines Deutungsabsolutismus und damit Abstreiten der Mehrdeutigkeit des Koran verwehrt. Mehrdeutigkeit
lässt natürlich immer die Möglichkeit von Unklarheit, Fehldeutung und Missbrauch zu. Damit müssen Gläubige lernen zu leben. Wenn also ein Zurückgreifen auf die Schrift keine Klarheit bringt, was dann? Der Mystiker Jalal ad-Din Rumi dichtet: Einfach sind des Korans Worte, doch zu ihren Tiefen hin führt durch der Erkenntnis Pforte anderer, geheimer Sinn. Nun, auch dies ist nicht der letzte, der des Wissens Drang erfüllt. Noch ein dritter Sinn, ein vierter liegt darin, nur Gott enthüllt. Siebenfacher Sinn, verborgen ruht in Gottes hehrem Wort. Einer baut sich auf dem anderen bis zur Endbedeutung fort. Hafte nicht am äußeren Wesen, Adam ist kein Erdenkloß. Nein, im Inneren musst du lesen, du entdeckst der Seele Schoß. So, die äußere Erscheinung des Korans liegt auf der Hand. Aber seine wahre Meinung birgt sich menschlichem Verstand. Die Mehrdeutigkeit der Offenbarung provoziert die Fragen, wem eigentlich der Koran gehört und wer autorisiert ist, ihn zu deuten. Sind es Gott, die Umma oder die gesamte Menschheit? Der erste Reflex eines Muslims ist, dass der Koran natürlich Gott gehört und somit nur er und sein Bevollmächtigter, der Prophet Mohammed, ihn auslegen dürfen. Hierfür gibt es auch das exegetische Prinzip, den Koran durch den Koran zu interpretieren, auf Arabisch Tafsir al-Koran bil-Koran, um so auf die Intention Gottes schließen zu können. Die Geschichte der Muslime zeigt jedoch, dass gleichwohl Muslime vom selben Text ausgehen, sie sich oftmals nicht auf eine gemeinsame Auslegung einigen können. Einfach weil Gott uns Muslime nicht ausreichend Detailinformationen mitgeteilt hat, die kein Deuten mehr ermöglichen würde. Die Mehrdeutigkeit des Koran ist also bereits im Wort Gottes bzw. in der begrenzten Anzahl der Worte, die Gott zum Menschen sprach, angelegt und gewollt. Sie korrespondiert mit unserer Beschaffenheit, erkenntnisbegrenzte Wesen zu sein, die nicht umhinkommen, ihr Leben zu deuten. Und Mehrdeutigkeit verunsichert so manchen Gläubigen, da Gott ihn hierdurch in Verantwortung setzt. Angenehmer wäre es doch, wenn man immer genau wüsste, was man tun soll. Dies würde einem die Illusion bescheren, dass ein Leben ohne Zweifel möglich ist und man ja einfach wie ein Rädchen im Getriebe funktioniert. Aber nicht ohne Grund endet Rumis Gedicht mit einem Verweis auf die Vernunft. Doch selbstständige Entscheidungen treffen zu müssen, beinhaltet immer die Möglichkeit, auch falsche Entscheidungen zu treffen. Was vielen Gläubigen Angst einjagt, ist eigentlich in der Offenbarung ein positiv besetztes Thema, wenn eben Gott den Menschen zu seinem Statthalter auf Erden, zu arabisch Khalifa fil Ard, ernennt. Das heißt, den Menschen in Verantwortung setzt, den Menschen eine Mündigkeit verleiht. Denn gerade durch unsere Entscheidungen, aber auch Fehlentscheidungen, reift doch der Mensch. Anhand seiner Irrtümer lernt er seine subjektiven Defizite kennen. Und nur hierdurch kann er diese auch betrachten, sich mit ihnen auseinandersetzen, sie annehmen und sie in sein Selbst integrieren. Dies bedeutet ja Selbstbewusstsein und ist Ausdruck von Souveränität und Menschlichkeit. In einem Gedicht bei Rumi heißt es: Satt hab ich wilde Tiere und Getier, der wahre Mensch, das ist mein einziger Wunsch. Wäre der Koran eindeutig, wäre er so klar, wie man wähnt, so wäre seine Weisungskompetenz auf das 7. Jahrhundert verhaftet. Damit wäre die Offenbarung ein statisches Werk, ein historisches Werk, ohne jede Relevanz für spätere Generationen. Es ist gerade die Deutungstiefe, von der Rumi spricht, die dazu führt, dass die Inhalte des Koran im Zeitverlauf genauso beweglich bleiben wie das menschliche Leben
und er so zu jeder Generation von Muslimen sprechen kann. Seine vielen Auslegungen sind stets ein Spiegel, aber auch Zerspiegel ihrer Zeit und der Fragen, die sich Muslime gestellt und der Antworten, die sie im Koran gefunden haben oder meinten, gefunden zu haben. Wer immer den Koran lehrt und behauptet, ihn nicht zu interpretieren, lügt. Der Koran gehört Gott, aber er gehört auch der Umma, er gehört auch den Muslimen. Aufgrund dessen, dass Gottes Rede endet, wird von der Umma hinsichtlich des Verständnisses der Offenbarung eine Entscheidung verlangt, selbst wenn sie nicht alle Informationen besitzt. Auf diese Weise setzt Gott den Menschen als seinen Statthalter in Verantwortung. Und bei der Erfüllung dieser Aufgabe hat der Mensch in der Vernunft das beste Werkzeug zur Hand. Nach dem Gelehrten Abdol-Jabbar Falaturi ist die Vernunft ein innerer Prophet, wie umgekehrt der Prophet eine äußere Vernunft ist. Folglich darf es keine Diskrepanz zwischen der Vernunft und der Offenbarung geben. Der Mensch soll seine geistigen Gaben nutzen, um den Offenbarungsinhalt zu verstehen und zu begreifen. Dies macht aus dem Gläubigen erst einen mündigen Gläubigen, der die Statthalterschaft annimmt. Das heißt, zur Voraussetzung der Exegese gehört die Reflexion über die Grenzen menschlichen Verstehens. Die Offenbarung, selbst wenn sie als Wort Gottes verstanden wird, geschieht in menschlicher Sprache, die gefesselt und gebunden ist an den irdischen Horizont. Menschliche Sprache beschreibt das, was Menschen sehen, hören und anfassen können. Aber sie kann den Horizont menschlichen Erkennens nicht überschreiten. Das Metaphysische kann nur in Allegorien ausgedrückt werden. Dies, als auch die Mehrdeutigkeit menschlicher Sprache, erfordert vom Exegeten, alle Allmachtsfantasie nach einer einzigen, ewigen, universalen Auslegung aufzugeben, die nur in einem totalitären Anspruch enden kann. Jede Interpretation ist stets nur eine vorläufige. Dass der Koran viele Bedeutungsaspekte besitzt, wurde bereits im Mittelalter von den muslimischen Gelehrten anerkannt und gewürdigt als Zeichen seines göttlichen Ursprungs. Der Dichter-Philosoph Muhammad Iqbal schreibt in diesem Geiste: Steh auf und bilde eine neue Welt. Nachahmung schafft kein Lebensfundament. Der Pharma von Jahrhunderten und Zeiten hasst Nachahmung. Sie macht ihn ungeduldig. Willst du ein Herz als rechter Muslim haben? Blick auf dein Inneres und in den Koran. In seinen Versen 100 neue Welten, Jahrhunderte in seinem Wort enthalten. Der Welten eine reicht für unsere Ära. Es fasst sie, wessen Herz den Sinn erfasst. Ein Gläubiger ist selbst ein Gottesvers. Er zieht die Welten an, so wie ein Kleid. Wenn eine Welt an seiner Brust veraltet, ist der Koran, der eine neue entfaltet. Die epistemologische Konsequenz, die Gelehrten ließen verschiedene Interpretationen zu, stellten sie als gleichrangig nebeneinander, ohne eine Hierarchisierung der Deutungen vorzunehmen. Pointiert, aber keineswegs paradox, könnte man sagen, der Koran galt den muslimischen Gelehrten des Mittelalters als die Wahrheit. Aber aufgrund der menschlichen Erkenntnisgrenzen war jedes Verständnis der Wahrheit stets Interpretation. In jenem Moment, also in dem sich Gott in menschlicher Sprache offenbart, hat er sein Wort zugleich der Interpretierbarkeit ausgesetzt. Eine Tatsache, auf die wohl der beste Korankenner zur Zeit des Propheten Muhammad Ali ibn Abi Talib hinwies. Folglich ist Pluralität im Islam nicht Folge von Spaltungen, sondern für den Monotheismus charakteristisch. Auslegungen geschehen unvermeidlich plural. Und diese Pluralität ist zugleich eine politische Positionierung, wie Gesellschaft in den abrahamischen Religionen eigentlich verstanden wird, nämlich stets als eine plurale und freie Gesellschaft, auch wenn sie das
oft nicht erfüllt haben. Nur dort, wo eine Strömung oder ein Stand die Deutungshoheit über den Koran für sich allein reklamiert und öffentliche Diskurse untersagt, entstehen totalitäre Systeme, die niemals im Sinne Gottes sein können. Aber der Koran gehört auch nicht nur uns Muslimen, sondern auch den Nichtmuslimen. Der Koran wird gleichermaßen von Nichtmuslimen aus verschiedenen Gründen gelesen und studiert, die eben dann auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen über das Verständnis des Korans kommen. Und so wie wir Muslime untereinander über die Deutungsweite des Wort Gottes streiten, diskutieren, können wir auch mit Nichtmuslimen in einen Dialog treten, die sich mit dem Koran beschäftigen, vorausgesetzt, er ist von Wahrhaftigkeit und Erkenntnisstreben geprägt. Der Koran gehört allen Menschen, aber natürlich nicht alle Deutungen sind legitim. Als Urheber seines Wortes hat Gott die Deutungsweise insofern begrenzt, dass eine Auslegung kohärent sein muss mit den im Koran vorhandenen Informationen sowie mit der Lebensführung des Propheten Mohammed. So ist es zum Beispiel unmöglich, eine Dreifaltigkeitslehre in den Koran hineinzulesen. Aus dem Koran eine Gewaltbotschaft zu machen, ist nur machbar, wenn man ein hermeneutisches Werkzeug wie die Abrogation von Offenbarungsversen auf arabischen Nasr im Koran überstülpt. Von daher, ja, Muslime können aus ihren Überzeugungen heraus unethisch handeln. Ja, sie können aus dem Koran eine Gewaltbotschaft umformen, weil sie in ihrem Verständnis von Gottes Wort zu einem bestimmten Schluss kommen. Insofern reicht es eben nicht aus, nur auf die Offenbarung zu verweisen und sagen, das oder jenes steht im Koran, sondern es braucht auch ein Verständnis des islamischen Ethos, der islamischen Ethik, um auch unethische Auslegungen zurückzuweisen, selbst wenn sie durch geschickte Interpretationsmittel sich als schlüssig präsentieren, als schlüssig von Gottes Wort ableiten lassen. Wenn der Gelehrte Ibn Qayyim al-Jawziyya sagt, Zitat, die Religion ist in ihrer Gesamtheit Gerechtigkeit, Mitgefühl, Wohlstand und Weisheit, was diesem widerspricht, etwa Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Schaden oder Unsinn, kann niemals als ihr Teil angesehen werden, egal welche Interpretation dies versucht, Zitat Ende, dann setzt dies Muslime in die Verantwortung, jeglicher Interpretation auch ein Ziel zu geben. Ein Ziel, das dem Frieden dienlich ist und Kooperation mit anderen Menschen ermöglicht, sowie zukunftsfähig ist und vor Gewalt und Leid schützt. Alles andere, meine Damen und Herren, würde selbstzerstörerisch sein. Vielen Dank. Danke, Herr Murtaza, für Ihren Vortrag. Und ich freue mich jetzt, das Wort Frau Rabbinerin Mühlstein übergeben zu können. Bitte sehr. Es ist wirklich mein Vergnügen, heute Abend hier sein zu können. Es tut mir leid, wenn mein Deutsch etwas holprig manchmal ist. Ich bin zwar deutsche Muttersprachlerin, aber spreche nicht mehr so sehr häufig Deutsch. Deswegen braucht es bei mir immer eine Zeit lang, bis ich wieder in der Sprache drin bin. Und dann bis dahin ist wahrscheinlich unsere Veranstaltung zu Ende. Aber Sie müssen mir einfach glauben, dass ich in der Tat Deutsch richtig sprechen kann, auch wenn ich manchmal etwas holprig klinge. Ich möchte vielleicht anfangen, erstmal, wenn wir über die Heiligen Schriften der Juden sprechen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir damit beginnen, dass wir alle verstehen, was sind die Heiligen Schriften der Juden, weil oftmals ist das einer der Grundprinzipien, wo die ersten Missverständnisse auftreten, insbesondere im christlich-jüdischen Dialog, weil viele Christen der Meinung sind, besonders Theologen der Meinung sind, ach, das Judentum kann ich verstehen, weil wir teilen ja dieselbe Bibel. Das ist in der Tat so. Die hebräische Bibel ist, und das ist etwas,
in meiner Meinung nach etwas Besonderes, etwas Schönes, ist ein Text, der uns vereint, den wir im Grunde in allen abrahamischen Religionen als Grundsatztext finden oder mit dem wir im Dialog uns befinden zumindest. Aber es wäre ein Missverständnis, das Judentum als nur auf der hebräischen Bibel basierend zu betrachten. Die hebräische Bibel ist im Grunde das Grundfundament. Wir nennen sie in der jüdischen Religion ist es unsere, die geschriebene Schrift, die heilige Schrift, die tatsächlich geschrieben ist, ein Text, den wir tatsächlich als aufgeschriebenen Text schon über Jahrhunderte, Jahrtausende von Generation zu Generation weitergeben, wo große Aufmerksamkeit darauf geachtet wird, dass es ganz genau weitergegeben wird. Jemand, der schon mal gesehen hat, wie eine Tora-Rolle geschrieben wird, die Tora-Rolle muss geprüft werden, viele Male, damit auch kein einziger Fehler sich hereinschleicht, weil sonst die ganze Rolle nicht als nicht koscher, nicht rituell nutzbar ist. Also die Heilige Schrift, die Tora, die hebräische Bibel, also die Tora sind die 5 Bücher Mose, aber auch die Schriften der Propheten sind für uns das geschriebene Werk. Aber das Judentum wäre kein Judentum ohne die mündliche Überlieferung. Und das ist wirklich der Punkt, wo das Judentum Judentum wird. Es gibt auch es ist, je nachdem, welche Wortwahl man wählt, hat es immer so ein bisschen, als würde man es bewerten, ob es eine Sekte ist oder eine Religionsgemeinschaft, die Karea, die tatsächlich sich als jüdische Religionsgemeinschaft sehen, aber sich nur auf die geschriebene Schrift, auf den Tanach, die 5 Bücher Moses, die Propheten und die Schriften, also wie die Psalme und so weiter, und ihre Auslegung nur auf diese Texte verlassen. Das wird vom Judentum im Allgemeinen als eine Nebenreligion, aber nicht dieselbe Religion gesehen. Das wird im Mittelalter, heutzutage gibt es ganz wenige Karea, es wird geschätzt auf etwa 30.000. Im Mittelalter war das eine größere Anzahl der jüdischen Gemeinschaft und es gab so ein bisschen über, wo sie sich zusammengefunden haben und die Religionsgelehrten stritten darüber, inwiefern sind die Karea jüdisch und inwiefern sind sie nicht jüdisch? Darf man sie heiraten? Darf man mit ihnen beten und so weiter? Und wo der Unterschied immer, wo die Gelehrten den Unterschied machten, ist darin, in den Punkten, wo die Interpretation unserer Schriften im Judentum des Mittelalters und das Judentum ist ähnlich heutzutage, sich auf die mündliche Schriftlehre beziehungsweise die geschriebene Schriftlehre bezieht. Und so ist es zum Beispiel, dass Maimonides, einer der wichtigsten mittelalterlichen Gelehrten im Judentum, sagt, man darf die Karea heiraten, aber man darf die Karea nicht dazu zählen zur Gemeinde fürs Gebet. Warum sagt er das? Im Grunde, wenn man sich das so überlegt, denkt man sich, naja, wenn ich sie heiraten darf, das ist ja wichtiger, als ob ich mit ihnen beten darf. Warum macht Maimonides diesen Unterschied? Weil für die Ehe, was das Eherecht angeht, betrachtet Maimonides das Eherecht seinerzeit als hauptsächlich basierend auf biblischem Recht. Und dadurch gibt es keinen so großen Unterschied mit den Karäern. Was jedoch das gemeinsame Beten angeht, der Großteil der Liturgie ist aus den
aus der mündlichen Überlieferung. Und deswegen, da die Karäer die mündliche Überlieferung nicht als Wort Gottes anerkennen, kann man nicht zusammen mit ihnen beten. Also ist es ganz wichtig, wenn wir über die jüdischen Schriften sprechen, dass wir nicht denken, mit der Bibel hat sich's, sondern es gibt eben schon ein weiteres, ein großes weiteres Werk. Die Rabbinen, das sind die Rabbiner, die der Zeit der mündlichen Überlieferung, aus der Zeit der mündlichen Überlieferung, die Rabbinen schreiben viele Interpretationen der biblischen Texte. Die Interpretationen sind zusammengefasst, zuerst in der Mishnah, etwa im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wird die Mishnah kodifiziert und später der Talmud, der eine Interpretation wiederum der Mishnah ist, aber auch weitere Texte, auch weitere Interpretationen der Bibel mit sich bringt. Der Talmud etwa im 6., 7. Jahrhundert kodifiziert. Die Rabbinen sagen, die Tora hat 70 Gesichter. Diese Idee, dass man jede Aussage der Tora kann man auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren und sehen. Wenn man diesen Ansatz ernst nimmt, dann ist natürlich eine fundamentalistische Auslegung der Tora unmöglich. Wenn es 70 Möglichkeiten gibt, es richtig zu sehen, ist es unmöglich zu sagen, diese eine Lesweise ist die einzig richtige. Es wäre schön, wenn wir damit alles erledigt hätten und das Judentum deswegen vom Fundamentalismus befreit wäre. Ganz so einfach ist es nicht. Wenn man sich die Entwicklung des Judentums anschaut, solange die Rabbinen schreiben und die Rabbinen denken, sind sie der Meinung, sie haben das Auslegungsrecht. Sie sehen sich selbst in ihrem Selbstverständnis als das Wort Gottes weiterhin aufzuschreiben. Ihre Interpretationen sind auch das Wort Gottes, genauso wie die hebräische Bibel. Aber irgendwann muss ja mal Schluss sein. Und deswegen, wenn wir jetzt die fundamentalistischen Ansätze im Judentum anschauen, was wir in der Regel sehen, ist eine fundamentalistische Auslegung der Interpretation der Rabbinen. Und oftmals ist es so, dass wenn man die Interpretation der Rabbinen vielleicht nicht, der Rabbiner der Zeit des Talmuds, wenn man die mit dieser diskutieren möchte, dass man dann oftmals zurückgeht zu den Texten, auf die die Interpretation sich zuerst bezogen hat. Es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass selbst die Rabbiner der Zeit der Mishnah und des Talmuds wussten, dass was sie tun, etwas Neues ist. Sie sagen zwar, auch unsere Worte hat Moses bereits am Berge Sinai von Gott erhalten. Aber es gibt viele Geschichten im Talmud, die ganz eindeutig klar machen, dass die Rabbiner verstehen, sie machen etwas Neues. Und ich möchte das illustrieren an zwei sehr bekannten Geschichten. Die eine Geschichte ist die Geschichte vom berühmten Rabbiner Akiva. Rabbiner Akiva ist einer der wichtigsten Rabbinen in der Mishnah und im Talmud. Er ist auch der ein als erster, oder es wird ihm zugeschrieben, Interpretationsregeln für die Tora quasi kodifiziert. Es gibt unterschiedliche Regeln, nach denen man interpretieren kann. Ne? Im Talmud gibt es eine Geschichte zu Rabbiner Akiva, wie er da sitzt und er versucht zu verstehen, warum wir in der Tora-Rolle bei verschiedenen hebräischen Buchstaben Kronen auf den Buchstaben haben.
Es ist nicht klar, wir haben das geerbt. Niemand weiß, warum sind diese Kronen auf manchen der Buchstaben. Warum hat dieser Buchstabe eine Krone, dieser Buchstabe hat keine Krone. Er versucht zu verstehen der Geschichte, er versucht zu verstehen, warum gibt es die Kronen. Und die Geschichte erzählt, Gott nimmt Rabbiner Akiva bei der Hand und führt ihn durch die Zeit und gibt ihm die Möglichkeit, in der letzten Reihe zu sitzen, im Klassenzimmer von einem seiner Studenten. Und der Student erklärt, der Lehrer erklärt wunderbare Interpretationen, warum wir wegen dieser Krone auf dem Wort können wir eine ganz neue Bedeutung des Texts finden. Und Rabbiner Akiva sitzt da und versteht gar nichts. Und er sagt, ich verstehe nicht, warum das, was überhaupt hier los ist. Und Gott sagt, die Kronen sind da, damit zukünftige Generationen Interpretationen hinzufügen können. Das zeigt also eindeutig, dass selbst die Rabbinen verstanden haben, was sie tun, ist etwas, was vielleicht niemand, die vorherige Generation nicht verstanden hat. Die Rabbinen sind auch gerne bereit, sich direkt mit Gott anzulegen. Und zwar, das möchte ich illustrieren an einer anderen Geschichte aus dem Talmud. Es ist eine berühmte Geschichte, die heißt die Geschichte des Ofens von Achnai. Findet sich in Talmud in Baba Metzia. Und der Ofen von Achnai ist ein Ofen, der es ist eine Diskussion zu einem Ofen. Ist der Ofen koscher oder nicht? Für unsere Diskussion ist es egal, ob der Ofen koscher ist oder nicht. Aber die Diskussion geht so, dass ein Rabbiner, Rabbi Eliezer, der Sohn von Hyrkanos, der sagt, der Ofen ist koscher. Und die anderen Rabbiner, etwa ein halben Dutzend Rabbiner, sagen, der Ofen ist nicht koscher. Sie streiten ein bisschen vor und zurück, Rabbi Eliezer versucht es zu argumentieren, warum der Ofen koscher ist, aber die anderen lassen sich nicht überzeugen, sagen, der Ofen ist nicht koscher. Woraufhin Rabbi Eliezer sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt dem Baum. Und in diesem Moment erhebt sich der Baum vom Boden, fliegt in die Luft und bewegt sich 100 Meter weiter. Und Rabbi Eliezer sagt, schau, der Baum gibt mir recht, ich habe recht. Worauf die anderen Rabbiner sagen, was hat denn ein Baum mit dem Ofen zu tun? Woraufhin Rabbi Eliezer sagt, wenn ich recht habe, wird mir das Wasser recht geben. Und es ist ein Fluss, plötzlich läuft der Fluss, strömt in die andere Richtung. Woraufhin die Rabbiner sagen, was hat denn das Wasser mit dem Ofen zu tun? Dann daraufhin versucht er es mit den Wänden, der Wänden des Klassenzimmers. Wenn ich recht habe, werden die Wände mir recht geben, sagt Rabbi Eliezer. Und die Wände bewegen sich plötzlich nach innen. Die Rabbiner sagen, Rabbi Eliezer, wir geben dir trotzdem nicht recht, der Ofen ist nicht koscher. Woraufhin Rabbi Eliezer sagt, wenn ich recht habe, wird Gott mir recht geben. Und es kommt vom Himmel eine Stimme, die sagt, Rabbi Eliezer hat recht. Warum streitet ihr mit Rabbi Eliezer? Woraufhin die anderen Rabbiner sagen, und das ist etwas, ich finde es immer etwas Wunderbares, wie kann man am besten mit Gott streiten? Indem man Gott selbst zitiert. Sie antworten also mit einem Zitat aus Deuteronomium, wo es steht, die Tora ist nicht im Himmel. Sagen, die Tora ist nicht im Himmel. Gott, geh weg. Ist nicht mehr dein Problem. Hier auf Erden entscheiden wir. Und hier auf Erden entscheidet die Mehrheit. Also der Ofen ist nicht koscher. Die Geschichte geht ein bisschen weiter, weil die Rabbinen eindeutig fragen sich, wie reagiert Gott jetzt darauf? Wir haben jetzt gerade zu Gott gesagt, lass uns in Ruhe, wir entscheiden hier.
Die Geschichte geht also weiter, dass die Rabbinen treffen Eliyahu. Eliyahu ist der Prophet, der den mit dem Messias normalerweise, also die Tradition sagt, der Eliyahu wird Messias begleiten. Sie treffen Eliyahu und sagen, Eliyahu, wie hat Gott darauf reagiert? Und Eliyahu sagt, Gott hat gelacht und gesagt, meine Kinder haben mich besiegt. Also nicht nur ist es so, dass die jüdische Tradition schon zu Zeiten des Talmud sagt, wir haben Entscheidungshoheit, aber dass sie sogar so weit geht zu sagen, Gott findet es gut, dass wir Entscheidungsweisheit haben. Bei seiner Einführung hat Peter sehr, sehr passend gesagt, es interessiert ihn sehr, um ein bisschen darüber nachzudenken, ja, was bedeutet denn das, wenn man Texte liest? Liest man in Texte hinein, was man will? Und vielleicht damit ende ich jetzt. Wir sehen ganz eindeutig, dass auch bereits im Talmud von den Interpretationen der Talmud in die Texte etwas hineinliest, was er hineinlesen will. Wir sehen oftmals Interpretationen, die eindeutig ein Zitat komplett aus dem Kontext ziehen, komplett aus dem Kontext reißen, um es für eine andere Interpretation zu nutzen. Und genau das passiert heutzutage auch im Judentum. Jetzt gehen wir dann hunderte von Jahren weiter vom Talmud. Nach dem Talmud, wie funktioniert Auslegung nach dem Talmud? Es gibt die Generationen der Kommentatoren, die sehen sich etwas anders als der Talmud. Sie kommentieren quasi den Text, obwohl natürlich ein Kommentar oftmals eine komplett neue Auslegung liefert. Und dann kommt hinzu, was wir die Responsa-Literatur nennen, und zwar Fragen, die an Rabbinen gestellt werden. Das ist ein großes, das schon die ältesten Responsa sind viele hunderte Jahre alt und ist wirklich eine Tradition. Wenn man nicht weiß, was man tun soll in einer praktischen Situation, dann schreibt man einem Gelehrten und er antwortet einem darauf hin. Und wenn wir uns die Responsa-Literatur anschauen, sehen wir ganz eindeutig, dass oftmals natürlich die Interpretation beeinflusst ist von den kulturellen Umständen, von den politischen Umständen und so weiter. Und das ist im Grunde, sehen wir das in der Interpretation im Judentum bis heute. Was ist die fundamentalistische Interpretation im Judentum heute? Im Judentum heutzutage in den fundamentalistischen Teilen unserer Religion entwickelt sich etwas, was wirklich im Grunde komplett nicht jüdisch ist. Und zwar, dass man nicht mehr selbst zum Text geht, sondern einfach nur noch dem Rabbiner zuhört. Und daraufhin einigen wenigen Rabbinern unglaubliche Auslegungsmacht gibt und die leider auch manchmal missbraucht wird. Aber in der Auslegungslehre des Judentums gibt es eigentlich diese fundamentalistische Lesung, ist eigentlich nicht möglich. Alles ist im Grunde eine Interpretation. Und jetzt hoffe ich, dass wir noch Zeit zum Dialog haben, weil darauf freue ich mich am meisten. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Mühlstein. In der Tat haben wir viel Zeit heute für die Diskussionsrunde. Und vielen Dank für Ihre Impulse, die Sie uns zum Thema gegeben haben. Damit möchte ich auch die Frage- und Antwortrunde hier jetzt eröffnen. Und Sie können sich entweder per Hand melden, mit der Reaktion Hand heben oder einfach jetzt auch reinrufen. Ich denke mal, das wird in Ordnung sein bei so einer kleinen Gruppe. Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, das Ihr eigenes Mikrofon zu nutzen, können Sie auch natürlich gerne im Chat eine Frage stellen.
Du hast eine Frage? Oder ein Applaus? Es ist beides wahrscheinlich. Nein, es ist eine Frage. Lea, du hattest gemeint, das wäre ja was Schönes, dass gerade Juden und Christen ja eigentlich mit der hebräischen Bibel so denselben Text haben. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich so ist, weil dadurch, dass man so eine Enge hat, weil man sich auf denselben Text fokussiert, ist ja auch so ein, ich sag mal, ein Konkurrenzverhältnis um die Deutung dieser Texte. Ich sage das jetzt mal so, wie es bei mir ankommt, wenn ich manchmal lese, was christliche Theologen alles in den Tanach hineininterpretieren, damit da irgendwie auf Biegen und Brechen Jesu als Gottes Sohn hineininterpretiert wird, dann empfinde ich das schon fast als eine Vergewaltigung des Textes. Und heute ist das vielleicht nicht mehr so problematisch, aber ich sag mal, in der Vergangenheit war ja auch gerade dieses gemeinsame, dieser Deutungsstreit um die Bedeutung des Tanach auch ein Grund für den Antijudaismus. Und da frage ich mich halt, ob das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen im Mittelalter jetzt oder generell die Zeit, bevor wir halt die Auseinandersetzung um Palästina haben, deswegen auch entspannter waren, weil beide Buchreligionen praktisch ihren eigenen Text hatte und man nicht um denselben Text miteinander im Streit lag. Es ist eine interessante Frage. Ich glaube, es gibt dazu zwei Dinge zu sagen. Zum einen ist es so, glaube ich, dass der Streit über die Heilige Schrift in dem Sinne nicht theologisch in erster Linie, sondern politisch im Mittelalter stattfand. Also es ging nicht, natürlich, es nahm theologische Züge an, ne? Aber ich glaube, selbst wenn man zwei unterschiedliche Schriften gehabt hätte, hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgeschaut, aber ich bin mir nicht sicher, dass die Beziehungen unbedingt besser miteinander unbedingt gewesen wären. Ne? Wenn wir ganz ehrlich sind, in der Antike und im frühen Mittelalter, das waren halt brutale Zeiten. Da hat man alle, die anders gedacht hatten, wollte man irgendwie loswerden. Ich glaube, definitiv aus jüdischer Sicht haben für die meiste Zeit die jüdischen Gelehrten christliche Interpretationen einfach ignoriert. Also es ist oftmals, es gab verschiedene auch im Grunde ja Verbote, das Christliche zu lesen selbst. Und es wurde definitiv nicht gelehrt. Eine christliche Interpretation wurde nicht gelehrt. Das bedeutet nicht, dass man nicht unterschiedliche Einflüsse auch sieht aufs Judentum. Aber im Grunde, die meisten Juden haben relativ wenig über das Christentum gewusst und definitiv nicht das verstanden. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich ein Problem in dieser Sicht war. Das ist im Grunde etwas, was eher so in der Moderne dazu kommt, wo wir in den Dialog kommen. Ich glaube, Peter möchte sich dazu melden. Also, das finde ich sehr interessant. Diese Frage finde ich sehr interessant. Bildungsbürgerlich kann man sagen, das ist eine Kritik, die zum ersten Mal in aller Vehemenz Nietzsche geäußert hat. Und zwar Nietzsche sagt im Grunde, dass es im Christentum eine ungeheure Unredlichkeit war, im Grunde eine Lesart durchzusetzen, die man im Mittelalter Typologie genannt hat. Die ist genau so gelaufen, wie Sie beschreiben, dass man versucht hat, das Alte Testament auf das Neue Testament hin zu interpretieren, gleichzeitig mit einer asymmetrischen Lesart.
In der Hinsicht kann man schon sagen, das hat etwas mit Antijudaismus zu tun, der auch in einer gewissen Weise bis heute verbreitet wird. Also in Kirchen, verbreitet nicht, in Kirchen gibt es eine Erste- und eine Zweitlesung. Und die Erste- und Zweitlesung, wenn man die beobachtet, die ist sehr, sehr interessant. Es geht eigentlich immer darum zu zeigen, also das, was der Tanach ist oder das Alte Testament, ist eigentlich defizitär, also relativ blöde, würden Sie sagen, und geistig minder bemittelt. Und dann muss das Neue kommen. Und das ist, sage ich jetzt mal, großartig. Und das geht im Christentum auch über die gesamte Ikonografie. Also wenn man mittelalterliche Ikonografie sieht und so weiter, sieht man das absolut. Also beispielsweise die Bindung Isaaks wird immer gleichgesetzt mit der Kreuzigung Christi, wo gesagt wird, das, was in der Bindung angelegt war, das findet die Vollendung dann im Neuen Testament. Also das ist immer diese Linie. Was ich interessant finde, ist natürlich zu sagen, und ich glaube, da ist was, den Gedanken habe ich überhaupt noch nie gehabt, dass es im Grunde so ist, dass es zwischen Muslimen und Juden vielleicht nicht diese Konkurrenz gibt, weil es zwei Schriften gibt. Und damit natürlich, das glaube ich, schon eine gewisse Entlastung da ist. Denn das Christentum musste sich ja gegenüber dem Alten Testament auch rechtfertigen. Das ist ja auch eine Lesart der Rechtfertigung. Das mussten Muslime so nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man müsste das wirklich mal nachprüfen. Also ich finde den Gedanken zumindest sehr, sehr interessant. Ich bin nur darauf gekommen, weil ich zurzeit die Apostelgeschichte lese und schon dort, als die christlichen Missionare Petrus, Paulus in die griechischen und römischen Städte gehen und wo es auch jüdische Gemeinden gibt, wird immer die eigene Existenz, also die christliche Existenz und die Besonderheit Jesu eben legitimiert mit Querverweisen auf den Tanach. Und das ist ja klar. Ich meine, dass diese kleine Gruppe diese kleine Keimzelle von den ersten Christen sich ja irgendwie legitimieren musste und tut es eben, und sie sagt nicht, wir sind was Neues, weil wir oder wir sind was ganz anderes, sondern unser Verständnis und alles drumherum um Jesu, das wurzelt ja schon eigentlich im Tanach. Und die Juden oder die uns nicht folgen, die haben das bloß nicht verstanden. Das sehe ich eigentlich schon dort. Und da hat man ja auch in dieser Apostelgeschichte immer auch diesen Konflikt, der dadurch entsteht, wo die jüdischen Gemeinden natürlich aufgebracht sind. Und man hat dann in diesen römischen Städten dann praktisch gleich auch die Gesellschaft gespalten, in welche die halt den Aposteln zustimmen und dann halt auch viele, die sie ablehnen. Und dann entsteht da halt dieser Konflikt. Und deswegen glaube ich schon, ist es ein Problem, wenn man sich auf eine gemeinsame Schrift, aber man hat eben zwei theologisch ganz verschiedene Prämissen, dadurch entsteht ja ein Konkurrenzverhältnis, deswegen bin ich darauf gekommen. Also ich wollte zu den beiden Punkten sagen, also ich glaube, es ist in der Tat natürlich so, dass viele der christlichen Interpretationen und auch viele der Texte eben, genau wenn es um diese zwei Lesungen geht, durchaus natürlich eine Kritik am Judentum oder an der jüdischen Interpretation der Heiligen Schrift verstärkt. Es ist immer dieses Bild, die Juden glauben an den brutalen Gott des Alten Testaments und die Christen an den wunderbaren Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Natürlich, man kann das, es gibt durchaus diese Tradition, das so zu interpretieren. Das ist natürlich eine Karikatur des Judentums. Es ist in der Tat auch so, dass es ist auch heute selbst wohlwollende Christen oftmals nicht erkennen, dass diese Polemik oder diese Karikatur des Judentums stattfindet. Also ich bin viel im interreligiösen Dialog tätig und ich weiß nicht, wie oft schon
der christliche Gottesdienst bei unserer interreligiösen Konferenz. Die dürfen immer selbst wählen, welche Texte. Jede Religionsgruppe bietet ihren eigenen Gottesdienst an und darf die Texte wählen, wie oft schon der barmherzige Samariter gelesen wurde. Und alle Christen denken, der barmherzige Samariter ist so eine wunderbare Geschichte. Natürlich ist der barmherzige Samariter auch eine unglaubliche polemische Kritik am rabbinischen und priestlichen Judentum, dass wir uns nur mit ritueller Reinheit beschäftigen und das ist das Einzige, was zählt und keine Barmherzigkeit haben für den armen Menschen, der am Straßenrand stirbt. Das muss man natürlich auch im historischen Kontext verstehen, dass es genau das war. Es war eine polemische Kritik am Judentum der Zeit. Das ist kein so netter interreligiöser Text unbedingt, auch wenn die Geschichte wunderbar nett und lieb klingt. Ich bin immer ganz froh, wenn dieser Text gewählt wird, weil das ist dann immer eine gute Möglichkeit, auch ein bisschen zum Verständnis beizutragen, wenn man erklärt, warum das für uns eine Polemik ist. Die Frage, glaube ich, warum ist in vielerlei Hinsicht, wenn man das Politische weglässt, der interreligiöse Dialog zwischen Judentum und Islam einfacher als der interreligiöse Dialog zwischen Judentum und Christentum, glaube ich, sind das zwei Dinge. Eins ist, Christentum ist sehr schwierig für Juden, weil im Grunde der universelle Glaube des Christentums ist, dass ich nur Erlösung finde durch Christus. Und das ist für mich unmöglich als Jude. Das heißt, es ist schon mal von vornherein eine Tür geschlossen. Im Islam ist es wirklich der Glaube an Gott, der entscheidend ist. Diese Tür bleibt mir nicht unbedingt verschlossen. Das ist eine Schwierigkeit. Und ich glaube, der andere Grund ist, dass die Auslegungstradition unserer Texte und wie wir Religion sehen zwischen Judentum und Islam viel ähnlicher ist. Dass es im Islam auch mehr darum geht, wie leben wir ein Leben und nicht nur an was glauben wir. Die Trennung zwischen Judentum, ich glaube, es Bernard-Henri Lévy, der französische Theologe und Philosoph, sagt, dass Christentum und Judentum, wohl Christentum und Judentum auseinandergehen, ist beim Glauben. Das Christentum geht um den Glauben an Gottes. Im Judentum geht es ums Wissen von Gott, dass wir Gott kennen, müssen nicht an Gott glauben. Auch wenn wir nicht genau wissen, was wir nicht wissen, es geht darum, dass wir wissen, dass es Gott gibt. Wir sind Zeugen, dass es Gott gibt. Wir müssen nicht an Gott glauben in dem Sinne. Und ich glaube, dass in vielen theologischen Fragen ist es deswegen die Distanz zwischen Judentum und Islam einfach nicht so weit entfernt, auch wenn wir nicht denselben Text teilen. Und dann kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass wir in vielerlei Hinsicht, gerade wenn wir uns anschauen, die meisten Länder, wo es positiven Dialog zwischen Juden und Muslimen gibt, sowohl Juden als auch Muslime Minderheiten sind. Und wir deswegen ein besseres Verständnis haben, was es bedeutet, eine Religion anzugehören, die nicht nur privat ist. Christentum kann als Glaube sehr privat sein. Judentum und Islam funktioniert privat nicht. Wenn wir wo essen wollen, müssen wir uns Gedanken über unseren Glauben machen. Wie wir uns kleiden, all diese Dinge, das funktioniert nicht nur privat. Und ich glaube, da sind beim Judentum und da sind das Judentum und der Islam sich ähnlicher als oftmals das Christentum. Wir lachen immer darüber beim interreligiösen Dialog, dass der Christ bleibt immer unbekleidet, weil die Christen haben nichts, was sie gut, also außer sie sind Geistliche und haben einen
haben den richtigen Kragen. Es gibt nichts, was sie anziehen können, dass sie eindeutig im Foto dann eindeutig christlich ausschauen. Vielleicht eine Kette, aber nicht so wie im Judentum und Islam. Es ist halt eher dann auch eine Religion, die privat sein kann. Ja, so, apropos Kleidung. Ja, ich wollte auch schon das Thema komplett machen. Ich habe da eine Anmerkung und eine Frage. Und die Frage geht an beide. Die Anmerkung ist, dass ich wieder eine Gemeinsamkeit festgestellt habe, die Response-Literatur, was da erwähnt wurde, hat mich erinnert an die ganze Fatawa-Literatur der Muslime, wo man immer einen Gelehrten fragt und der antwortet. Es ist genau dasselbe. Ja. Haben wir auch zur selben Zeit erfunden. Ja. Wer es von wem geklaut hat, weiß ich nicht. Ja. Die andere Sache ist, das kommt natürlich auf unsere Liste. Wir haben so eine Publikation in Vorbereitung, Gemeinsamkeiten Judentum und Islam. Diese Response-Literatur ist jetzt ein wichtiger Kandidat in der Liste. Die andere Sache ist die Vielfalt der Deutungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Eigentlich ist die fundamentalistische Lesart unmöglich, aber gerade das ist doch die Möglichkeit für fundamentalistische Lesart zu sagen, Entschuldigung, von den 70 Lesarten, die 10, die gehören mal hier uns. Also wie kann man, gibt es da Maßnahmen in beiden gelehrten Traditionen, die vielleicht diese extremistische oder fundamentalistische Lesart doch einschränkt, versucht zu unterbinden, ja, nochmal, um dieses Argument hier, je mehr Deutungsmöglichkeit, umso mehr auch Deutungsmöglichkeit für Extremisten und auch für Knallertypen. So, soll ich? Okay. Erst einmal wäre die Frage, was verstehen wir unter einer fundamentalistischen Lesart? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Muslim, der das Verständnis der Interpretation weitgehend ablehnt und eigentlich versucht, so weit wie möglich so zu leben wie im 7. Jahrhundert. Das heißt, in unserem Beispiel, ein Muslim, der kleidet sich generell in arabischen Trachten, trägt einen Turban, er lehnt zu Hause Möbel wie Tische, Stühle ab, weil das in der Zeit des Propheten nicht gab. Er isst nicht mit Besteck, sondern mit den Fingern, weil das der Prophet so gemacht hat. Das kennen wir ja als Muslime. Spricht denn was dagegen, dass man jetzt sagt, ich möchte, oder mein Islamverständnis ist, dass ich so den Islam leben möchte, wie es in den Texten vom Propheten steht. Da spricht ja nichts dagegen. Ich glaube, dass wir auch diese Vielfalt innerislamisch zulassen müssen. Zum Problem wird es ja erst dann, wenn ich den nächsten Schritt mache und sage, und alle anderen Lesarten sind falsch. Das ist ja dann der Schritt zum Totalitarismus, wo ich sage, eine einzige erhebe ich hier zur obersten Lesart, zur einzig wahren Lesart. Und dieses Phänomen haben wir eigentlich erst im 18. Jahrhundert mit den Wahhabiten. Weil wenn ich klassische Koran-Exegese-Werke schaue, da habe ich einen
Sammelsurium an möglichen Interpretationen, die halt nebeneinander stehen. Und der Leser kann sich dann halt aussuchen, was ihm da zusagt, aber die stehen alle nebeneinander gleichberechtigt. Natürlich, das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, war das nicht immer alles so harmonisch, wie das klingt. Im muslimischen Mittelalter, als verschiedene, ich sag mal, Schulen entstanden sind, die auch die unterschiedliche Lesarten haben, die haben sich natürlich erst einmal behakt. Ja, wir haben ja im sunnitischen Islam 4 normative Schulen. Das sind die Hanafiten, das sind die Malikiten, die Schafiiten und die Hanbaliten. Und die Hanbaliten sind diejenigen, die wirklich ein sehr literalistisches Verständnis vom Islam haben und die eigentlich die Vernunft weitgehend ausklammern. Und wir haben auf der anderen Seite die Hanafiten, die sehr stark die Vernunft und die sich der Interpretation bedienen. Dennoch, und das war früher eine große Stärke des sunnitischen Islam, hat der sunnitische Islam, der ja heute ungefähr 89% der Muslime ausmacht, sich verstanden als eine Sammelbewegung. Deswegen heißt er ja auch auf Arabisch Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Wal-Jama'a heißt und die Gemeinschaft. Das heißt, wir versuchen, so viele Strömungen wie möglich unter diesem Dach Sunniten zu vereinen. Grundvoraussetzung, damit das funktioniert, ist aber die gegenseitige Anerkennung. Und zum Beispiel so eine Hardcore-Strömung wie die Hanbaliten, die haben sich dagegen erst sehr verwehrt, haben aber dann schnell gemerkt, dass sie dann einfach in dem Gefüge islamische Gemeinschaft keinen Platz finden. Und dann hat diese Integrationskraft der Sunniten dazu geführt, die Hanbaliten mit reinzuziehen. Und die Hanbaliten haben wiederum die anderen Lesarten und Strömungen in ihrer Existenz legitimiert oder toleriert. Dann gibt es aber natürlich auch Strömungen, die sind eben so weit weg von diesem Konsens, dieser 89%, zum Beispiel die Schiiten, dass man sagte, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr, das zu integrieren. Das kann hier nicht rein. Deswegen haben wir eben diese zwei großen Konfessionen, Sunniten und Schiiten. Aber irgendwann, das hat ja Lea auch, so habe ich es zumindest verstanden, für das Judentum, irgendwann hat man gesagt, ja, wir können ja aber nicht ständig immer weiter neue Strömungen hier integrieren. Irgendwann muss auch Schluss sein. Irgendwann muss das mal ein festes Gefüge sein und dann kommt nichts mehr hinzu. Und man sagt eben, dass so im 13. Jahrhundert dieser Prozess der Integration abgeschlossen war und man gesagt hat, das ist jetzt Sunnitentum und da kommt auch nichts mehr rein. Und das hat ja, ich meine, der Unterschied zwischen dem Mittelalter und der Moderne ist, dass ja im Mittelalter eben Gesellschaft nicht ständig sich verändert hat, sondern alles hat eben über Jahrhunderte war immer alles gleichbleibend. Und die Moderne zeichnet sich ja dadurch aus, dass man alles verflüssigt und alles immer wieder neu und ständig was Neues dazu. Und im 18. Jahrhundert waren die Muslime in einem Zustand der Rückständigkeit, so dass auch neue Bewegungen entstanden sind, wie der Wahhabismus auf der arabischen Halbinsel oder andere Strömungen, die gesagt haben, wir wollen diese verknöcherten Strukturen aufbrechen. Wir wollen zurück zur Schrift. Wir wollen nicht die ganzen Gelehrten dazwischen, die ganzen Lesarten, die ganzen Strömungen. Wir wollen ganz zurück an den Anfang. Wir wollen eigentlich die Geschichte verwerfen oder anders ausgedrückt, wir möchten die Geschichte ermorden, um zurück an den Anfang zu kommen. Das klingt ja erstmal so fantastisch und das ist ja auch, wo die Protestanten immer sagen, das ist doch toll, wenn man zurück an den Anfang möchte. Aber was die Illusion ist, man kann nicht zurück. Man kann einen Text nicht steril lesen, so wie er ursprünglich gemeint war. Es ist immer Interpretation. Und das ist, glaube ich, einer der Fehler der Protestanten, das selber nicht erkannt zu haben und auch der Muslime, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, zurück zur Offenbarung, weil es gibt kein Zurück. Es gibt immer nur eine Interpretation. Und diese Strömungen, die ab dem 18. Jahrhundert überall entstehen, haben insofern ja recht, dass das Sunnitentum verknöchert geworden ist. Andererseits zu glauben, man könnte alles einfach verwerfen und von neu anfangen, heißt auch, man macht alle Fehler, die die früheren Generationen bereits gemacht haben, noch einmal. Und das trägt auch zu dem Chaos bei, das wir heute in der muslimischen Welt sehen. Und zurück zu deiner Frage, wie kann man das heute eindämmen? Das ist, glaube ich,
die Frage, die sich alle Muslime stellen, wie können wir wieder eine solche integrative Kraft finden, dass wir einen Konsens haben der gegenseitigen Anerkennung, ohne wieder verknöchert zu werden. Und momentan wissen wir eigentlich noch nicht ganz genau, wie das geht. Wir haben momentan eine sehr starke Bewegung, die sagt, wir müssen zurück zu diesem Sunnitentum, zu diesem Stopp des 13. Jahrhunderts, das ist so eine Restaurierungsbewegung, dazu gehört zum Beispiel Hamza Yusuf, ist so einer der bekanntesten Gelehrten, die da für diese Richtung einstehen. Ich glaube nicht, dass ein Zurück in die Struktur des 13. Jahrhunderts wirklich der Ausweg ist. Ich glaube, da muss was anderes her, aber ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie wir das hinkriegen. Das ist jetzt eine Antwort, ich habe jetzt die schwere Aufgabe, dem zu folgen. Ich denke, in vielerlei Hinsicht sind fundamentalistische Leseweisen eine Frage von Macht und Machtmissbrauch im Judentum. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir ganz lange Zeit so gut wie gar keine dieser fundamentalistischen Leseweisen im Judentum sehen, diese fundamentalistischen Leseweisen, die im Grunde keine andere Interpretation mehr zulassen, war die Tatsache, dass im Grunde die Leute relativ wenig Macht hatten. Die meiste Macht, die man hatte über seine kleine Gemeinde. Und das war es dann auch schon. Ne? Wir sehen ein bisschen mehr Macht, wie die Bücher und die Buchpresse erfunden wird und dadurch man seine eigenen Werke weiter verteilen kann. Ne? Weil Macht kann ja beides sein. Politische Macht, die hatten wir als Juden im Grunde fast gar nicht bis zur Staatsgründung des Staates Israel, wo wir jetzt auch ganz ehrlich die schlimmsten fundamentalistischen Beispiele der Interpretation sehen, weil da kommt dann populistische Macht und Staatsmacht zusammen. Das haben wir sonst nirgendwo mehr gesehen im Judentum. Aber es gab auch schon vorher im Mittelalter durchaus natürlich, dass gewisse Interpretationen einfach als die Interpretation plötzlich galten, weil die Gelehrten, denen diese Interpretation zugeschrieben wurde, oftmals wissen wir gar nicht, ob es tatsächlich so ist, dass Rashi tatsächlich alle seine Kommentare selber geschrieben hat oder ob die nur die Dinge dem Rashi zugeschrieben werden. Das ist ja ganz schwierig. Das ist genauso wie bei Shakespeare. Es gibt ja viele Argumente, dass es nicht nur einen Shakespeare gab, sondern dass mehrere Shakespeare sind. Aber dass eben die Interpretationen, die gewissen Gelehrten zugeschrieben werden, so viel Macht bekommen haben, weil die Gelehrten so hohe Anerkennung genossen haben. Und oftmals sehen wir, dass die Gelehrten Anerkennung erst viele Generationen nach ihrem Tod genießen. Maimonides, der jetzt sehr geschätzt wird von vielen Orthodoxen, im orthodoxen Bereich, war zu seiner Zeit total unpopulär, weil er eben viel sich selbst ausgedacht hat. Und das war nicht unbedingt populär, aber irgendwann plötzlich war seine Meinung, hat er an Status gewonnen, und dadurch haben dann seine Interpretationen auch an Status gewonnen. Aber ohne den Machtmissbrauch hat im Judentum die fundamentalistische Leseweise sich nie so durchgesetzt. Im Grunde, was schränkt quasi die Macht der fundamentalistischen Leseweise ein? Diese Idee, dass es um die Mehrheitsmeinung geht, dass die Mehrheitsmeinung es ist, was entscheidet. Das heißt also, man kann alle überreden, gilt die eigene Interpretation nicht unbedingt viel. Aber zur gleichen Zeit ist die Minderheitsmeinung auch
auch respektiert wird. Das ist eben auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Prinzip. Der Talmud spricht schon darüber. Aber wir sehen eben diesen Machtmissbrauch, wenn auch politische Macht mit religiöser Macht zusammenfallen. Peter ist, glaube ich. Einer muss ja ein bisschen für die Fundamentalisten sprechen und der Muster verlacht schon, ausgerechnet ich. Ich glaube, da ist natürlich ein großes Problem, was das Judentum bis heute sehr beschäftigt. Ich glaube, dass die Frage fundamentalistische Lesart oder nicht, das Judentum bis zum Zerreißen bringt. Weil das, was beide Referenten sehr schön gemacht haben, ist eigentlich, dass es ein interessantes Textverständnis ist, das wusste ich im Islam nicht so, dass das Judentum ja ein Textverständnis hat, was eigentlich nicht, sage ich jetzt mal, abendländisch ist. Also das abendländische Textverständnis ist ja ein Textverständnis des Misstrauens. Also es war immer so, das ist ja heute auch bekannt in der Literatur, Sokrates hat sich geweigert zu schreiben, durch das, was man Vieldeutigkeit der Schrift nennt. Und im Judentum dreht sich das um, dass gesagt wird, und auch im Islam, dass eigentlich das Großartige die Polyvalenz des Signifikanten ist. Das ist das, was sie auch angedeutet hat mit den sehr schönen Gedichten aus dem 13. Jahrhundert. Die fand ich also ausgesprochen schön. Das heißt, das Judentum hat sich entwickeln können und auch anpassen können dadurch, dass eben die Schrift so vieldeutig ist. Und der Wert der Schrift wurde bemessen, und es scheint im Islam genauso zu sein, weil es diese Vieldeutigkeit der Schrift gibt. Und Sie haben ja mit Recht gesagt, es gibt wunderschöne Anekdoten. Mir fällt eine aus dem Kabbalismus des 12. Jahrhunderts ein, wo steht die wahre Tora nicht in der Schwärze der Buchstaben, sondern im Weißen des Papiers, in den Leerstellen, die immer wieder zu interpretieren sind. Seit dem 19. Jahrhundert findet aber etwas statt, was im Judentum zu einer erheblichen Krise geführt hat und was eigentlich keine Beantwortung bis heute gefunden hat. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und zwar bis dahin gab es eine gewisse Form der Kontinuität. Das bedeutet, man konnte die Interpretationen immer noch an die Schrift andocken. Und dieses Andocken war, das haben Sie mit völliger Richtigkeit gesagt, das Andocken war ein Beweis dafür, dass man eigentlich nicht von Spaghetti gesprochen hat, sondern immer noch von dem Text. Immer noch von dem Text. Und die Plausibilität der Interpretation war der Nachweis dafür im Islam wie im Judentum, dass die Interpretation großartig ist. Im 19. Jahrhundert, jetzt bei Liberalen versus Orthodoxen, findet das eben nicht so mehr statt, sondern eigentlich ist da ein gewisser Bruch. Also im 19. Jahrhundert, die bekannten Sachen, wo dann plötzlich im 19. Jahrhundert gesagt wurde, der Talmud soll ganz gestrichen werden, zum Beispiel von jetzt Radikalreformern. Warum? Es passt nicht mehr in die heutige Zeit. Die Frauenfrage ist auch sehr interessant in dieser Hinsicht. Das sind ja alles, sagen wir mal, Momente, die nicht mehr, sage ich jetzt mal, in dieser Kontinuität gebunden werden können. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem im Judentum, dass die, ich sage jetzt mal, die Orthodoxen sind bei uns die Fundamentalisten, ich sage das jetzt einfach mal so, immer wieder darauf hinweisen, also eine Kritik, die ich immer wieder höre, ist, ja klar, was ihr macht ist, ihr schneidet die Tora in der Mitte durch und das, was euch nicht passt, das schiebt ihr im Grunde einfach zur Seite. Und das ist natürlich das, was ich am Anfang angedeutet habe, was höre ich, die Wut des Verstehens meint. Also dann wird Verstehen etwas, was den Text selbst reglementiert oder nicht mehr wahrnimmt. Oder nicht mehr wahrnehmen kann. Und dann wird die Sache eben sehr schwierig, weil das Judentum, wie es im Islam ist, weiß ich nicht. Ich bin auch gespannt, was die Rabbinerin sagt. Diese Kontinuität eigentlich, vielleicht ist es auch im Moment der Moderne, dass diese Kontinuität zerbrochen ist. So habe ich das Gefühl zumindest. Natürlich gibt es mit der Moderne einen gewissen Bruch der Kontinuität. Ich glaube, das liegt auch, das ist nicht nur quasi im Liberalen, das liberale Judentum, auch das modern Orthodoxe hat in gewisser Weise diesen Bruch.
in gewisser Weise die einzige Art und Weise, auf die das ultraorthodoxe Judentum diesen Bruch nicht hat, ist, dass es versucht, das Moderne zu ignorieren. Und wir sehen heutzutage, dass das fast unmöglich ist. Eine der interessantesten Dinge im Wahlkampf jetzt für die israelischen Wahlen war, dass die ultraorthodoxen Parteien plötzlich bei Twitter und Facebook sind, obwohl sie eigentlich, die letzte Regierung ist fast daran zerbrochen, weil die Regierung die koscheren Telefonverträge abgeschafft hat, weil es gab Telefonverträge in Israel, da konnten die Benutzer konnten gar nicht ins Internet mit ihren Telefonen, weil das von Rabbinern quasi kontrolliert war. Und auch jetzt offensichtlich haben sie diesen Kampf verloren oder wollen auch die im Internet sind, jetzt ihre Stimmen haben. Aber im Grunde war es nur möglich, diesen Bruch zu vermeiden, wenn wir das als Bruch bezeichnen, indem man die Moderne ignoriert hat. Ich würde es anders sehen als einen Bruch. Ich würde sagen, es ist eine andere Anpassung an die Umstände, in deren unsere Religion immer gelebt hat. Wir haben immer im Judentum von Anfang an unterhalb und innerhalb anderer Kulturen und im Dialog mit anderen Kulturen gelebt, im Mittelalter nicht so sehr aktiv, weil es war uns nicht immer möglich. Die Ghetto-Mauern waren hoch, nicht nur politisch, sondern auch theologisch. Wir konnten gar nicht unbedingt die Texte der anderen lesen, obwohl wir auch schon viel früher sehen, auch im frühen Mittelalter schon sehen, dass es sehr wohl Gelehrte gab, die Texte der anderen gelesen haben und davon gelernt haben. Und sich im Judentum schon sehr früh andere Dinge einschleichen. Also zum Beispiel sehen wir einen Midrash, das ist schwer zu sagen genau, wann er datiert ist, aber wahrscheinlich im 5. bis 6. Jahrhundert zur Geschichte von der Bindung Isaaks, die wirklich die Isaak beschreibt, als würde er ein Kreuz tragen, den Berg hinauf. Also christliche Ikonografie ohne Ende. In einem hebräischen Midrash, in einer hebräischen Auslegung der Geschichte, wo viele der Leser vielleicht gar nicht wussten, was damit anzufangen. Das heißt, ich bin der Meinung, wir haben das immer im Judentum gesehen. Und es gab immer einen Streit, sollte der Talmud wirklich den Wert haben, den er hat? Und sollte er diese Hoheit, Autoritätshoheit haben. Und ich glaube, es geht auch immer so ein bisschen so auf und ab, wenn man sich das anschaut. Die ersten Reformer sind immer die totalen Radikalen und es geht dann wieder so langsam ein bisschen wieder zurück. Heutzutage ist es auch unter, ich weiß nicht, wie viele liberale Rabbiner Daf Yomi studieren. Das ist, wenn man jeden Tag eine Seite Talmud liest. Dauert übrigens 7,5 Jahre, glaube ich, um einmal ganz durch den Talmud zu kommen, wenn man jeden Tag eine Seite liest. Das ist mittlerweile auch unter liberalen Rabbinern unglaublich populär wieder. Also das geht immer so ein bisschen auf und ab. Deswegen, ich habe es noch nicht, ich denke nicht, dass es ein wirklicher Bruch ist. Es ist halt einfach, vielleicht hat mal jemand kräftig geschüttelt an der Kiste und alle Teile werden wieder ihren Platz finden am Ende. Ist es aber nicht auch eine Folge von der Aufklärung, also der Einfluss der Aufklärung, weil mit der Aufklärung kommt hier auch, und das ist ja das Phänomen der Moderne, dieses Streben nach Eindeutigkeit. Also wo ich im Mittelalter die Möglichkeit habe, im Islam, dass verschiedene Interpretationen einfach nebeneinander stehen und keiner kloppt sich darum, was ist denn jetzt die Interpretation, sondern man sagt, Allahu alam, Gott weiß am besten und fertig. Aber und wir sehen das ja in allen gesellschaftlichen Debatten, dass wir nur noch, egal welches Thema es ist, in Dichotomien denken können. Richtig, falsch, schwarz, weiß, ja, nein. Und
ich erlebe das so oft bei Vorträgen und anschließend Diskussionen, dass die Leute dann was fragen, zum Beispiel, wie ist das jetzt im Islam mit dem Kopftuch? Dann sage ich, da kann ich Ihnen 4 bis 5 verschiedene Antworten geben, weil es die auch legitim nebeneinander stehen. Und Leute, aber die Leute, habe ich den Eindruck, sind entweder damit überfordert oder es ist für sie befremdlich, nicht eine Antwort, die richtige ist, zu hören. Und ich glaube, dass das eben mit der Moderne, mit der Aufklärung kommt und dass ein weiteres Phänomen der Moderne ist eben dieses alles, was vorher so, ich sag mal, Tradition, auch diese, Sie hatten gesagt, Undock-Funktion, das eben aufzulösen. Das kommt mit der Moderne. Und einen dritten Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, ist die Veränderung der Lesekultur. Ich glaube, dass das auch im 19. Jahrhundert ist. Vorher war es ja so, auch bei Muslimen, dass, weil wir ja immer von Schrift reden. Also wenn man jemanden fragen würde, was ist der Koran, würde jeder sagen, ja, das ist das Buch. Aber der Koran, das wissen die wenigsten, ist nicht das Buch. Das Buch mit dem Umschlag und dem Deckel, das heißt Mushaf. Der Koran, das ist das, was man rezitiert. Also wenn ich Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das heißt, das ist der Koran. Und das Buch transportiert nur den Koran. Das Buch ist der Mushaf. Das heißt, die Muslime im Mittelalter haben, wenn man Koran genannt hat, gesprochen hat, hat man die Rezitation darunter verstanden. Die Rezitation, wie man eben gemerkt hat, die ist laut. Das heißt, ich rezitiere und der andere hört. Und ich höre auch selber. Und generell war ja auch früher das Lesen immer ein Vorlesen, ein lautes Lesen, und andere haben zugehört. Und mit der Aufklärung und mit der Moderne kommt ja auch das stille Lesen. Und das stille Lesen, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, ist ja auch eine viel stärkere kognitive Auseinandersetzung mit einem Text. Und wir haben auch das Erlebnis, dass heute, wenn man Muslime fragt, was ist der Koran, die zeigen auf das Buch. Aber das Buch ist nicht der Koran. Und wenn Sie den Koran lesen, dann lesen Sie eben das Buch, aber der Koran funktioniert nicht als Buch, er funktioniert als Rezitation. Und das ist der letzte Satz dazu. Man hat oft, dass Muslime, wenn sie emotional aufgepeitscht sind, die fundamentalistisch sind, dass sie dann bestimmte Verse sprechen, zum Beispiel, sie sagen, und steht nicht im Koran, der und der kommt in das Feuer der Hölle. Ja, so. Wenn ich das so spreche, klingt das sehr, sehr hart. Aber wenn ich den Koran rezitiere, verliert das alle Härte, weil ich kann nicht einen Vers so schreien, nicht so rezitieren. Und wenn ich ihn rezitiere und wenn man die klassischen Rezitatoren anhört, dann werden diese Verse mit Traurigkeit vorgelesen. Und das ist die Bedeutung. Das ist nicht so, ja, du kommst in die Hölle, sondern, oh, dass du in die Hölle kommst. Eigentlich sollte das nicht sein. Und ich glaube, dass eben diese Veränderung der Lesekultur auch dazu beiträgt, dass wir gar nicht mehr fähig sind, Meinungen neben der eigenen Meinung stehen zu lassen. Misbah? Muss die einschalten. Ah ja, sie ist in der Dingsrolle, nicht mehr in Moderatorenrolle, wenn sie sich schon mal meldet. Ja, Diskussionsrunde ist so lebhaft, dass ich auch gar nicht moderieren brauchte. Und ich finde das auch gut so, dass ich da jetzt über diese Ebene, dass das auch so gut gelaufen hat. Ja, ich wollte einen kurzen Impuls zu dem auch geben, was du jetzt, Mohammed Samir, ausgeführt hast und habe dann auch eine Frage an Lea anknüpfend. Und zwar, das ist ja auch etwas, was im wahhabitischen Islam dann auch total weggedacht und auch weggesprochen wird, dass das ja auch die Lesarten des Korans gibt und dass es nicht nur eine Lesart gibt, sondern 7 verschiedene, die auch überliefert sind. Was auch damit zusammenhängt, dass die ursprüngliche Kodifizierung und Verschriftlichung des Korans nicht vokalisiert worden ist. Genau aus dem Grund, damit man auch diese verschiedenen Lesarten dann auch noch
ja, lesen kann und auch was dann später auch irgendwo abhanden gekommen ist im Alltag, sage ich mal. Man hat in der Regel nicht mehr das Wissen darum, dass der ursprüngliche die ursprüngliche Verschriftlichung ohne Vokalisation war. Was ja auch das nochmal begründen würde, dass es möglich ist und auch gewollt ist, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt und da auch eine gewisse Kultur der Ambiguität ist in der Theologie. Da wäre meine Frage auch an dich, Lea, wie ist es, wenn du jetzt die Tora lesen und sie vorgetragen wirst, und ist sie vokalisiert oder wie geht man da mit dem Thema um? Also das ist auch so, was haben Juden und Muslime gemeinsam, glaube ich. Also die Tora selbst ist auch nicht vokalisiert. Wir haben nur den Konsonantentext. Aber es ist so, dass heutzutage es eine vokalisierte Version gibt, die quasi von allen anerkannt wird. Das ist und schon auch schon überliefert über mehrere tausend Jahre, oder nicht mehrere tausend, aber mehr als tausend Jahre. Aber wir sehen zum Beispiel im Talmud noch eindeutig, dass Zitate gewählt werden, wo dann die Rabbinen sagen, man soll es nicht als das lesen, sondern als jenes lesen. Also es gibt zum Beispiel eben einen Satz, wo es sagt, meine Kinder sollen etwas tun, wo der Talmud berühmt dann sagt, nein, das sind nicht meine Kinder, sondern diejenigen, die etwas bauen, die etwas aufbauen. Man soll nicht Banaich, Badbonaich lesen, also wo man nur einen Vokal ändert und es dann die Bedeutung komplett ändert. Und es gibt durchaus ein paar Stellen noch, wo die Vokalisierung nicht ganz dieselbe ist, obwohl es in der Regel keinen großen Unterschied zur Bedeutung macht. Also es gibt Traditionen, die sephardische und die aschkenasische Tradition haben ein bisschen ein anderes Verständnis der Grammatik. Also die Sephardim verstehen Grammatik, weil sie es vom Islam gelernt haben. Und die Aschkenasim haben ganz lange Grammatik nicht verstanden und haben viele hundert Jahre später erst Grammatik gelernt. Und da gibt es dann so kleine Unterschiede. Aber im Judentum auch, das ist ganz interessant, sich das zu überlegen, ist der Text ein gesprochener oder ein schriftlicher Text, obwohl wir die Tora als unsere schriftliche Lehre bezeichnen, wird sie ja auch rezitiert. Und es gibt eben auch unterschiedliche Rezitationstraditionen und eben die Tatsache, dass wie wir rezitieren, auch ein Kommentar schon zum Text ist natürlich etwas ganz Wichtiges auch zu bedenken, weil wie wir etwas sagen, sagt eben ganz viel darüber, was es bedeuten soll. Und die Traditionen, die wir entwickeln, also zum Beispiel gibt es eben die Liste der Fluche, also die Segens, wenn man das macht, kriegt man einen Segen, wenn man jenes macht, wird man verflucht, die man eben ganz leise und so schnell wie möglich und möglichst mit einem Atemzug lesen soll. Das sagt ja wahnsinnig viel darüber, ob wir jetzt alle anderen verfluchen wollen oder ob wir möglichst schnell und möglichst leise und lieber nicht hören und so. Also deswegen, das ist eben auch eine Tradition, die wir teilen. Und das natürlich oftmals auch eben in Vergessenheit gerät, diese extra Schicht der Interpretation, die wir schon erben. Ja, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Gibt es noch eine Frage? Wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Brennt noch was auf dem Herzen, dann ist das die Gelegenheit. Wer pünktlich kommt, will vielleicht pünktlich gehen. Genau, es sind auch schon manche auch schon ausgelockt. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Vorträge und für den regen Austausch im Anschluss. Ich persönlich habe sehr viel mitgenommen, vor allem auch immer wieder die
Aha-Momente, wo es dann, ja, das ist doch was Gemeinsames. Ja? Also das war etwas, so für mich meine Highlights für den heutigen Abend, immer wieder festzustellen, dass Judentum und Islam nicht so viel trennt, wie man sich das sonst immer vorstellt. Und das nehme ich heute mit. Vielen herzlichen Dank dafür. Möchtet ihr noch was sagen, Peter und Mustafa? Wir sind glücklich bis an Ende unserer Tage. Dann wünsche ich, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre, Sie beide als Referenten heute zu haben. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben, und wünsche allen einen schönen Abend.